Der zweite Tag ist angebrochen. Das Wetter ist ein bisschen, naja, bedeckt, will ich mal sagen. Mit ein paar Regentropfen werden wir auch noch haben. Hier der Eyecatcher für eine Bäckerei nahe bei unserem Ort Ebersheim. Und hier kann man sehen, was sie alles haben. Nicht nur Backwaren, sondern auch das ein oder andere Mitbringsel. Hier wird gerade einem hilflosen jungen Mann geholfen, der zu Boden gegangen ist. Immer wieder schöne Kreisverkehre hier in Frankreich. Hier wieder hervorragend gestaltet mit elsässischen kleinen Figürchen. Und es geht stringent erstmal weiter in Richtung Nord. Diese kilometerlange Bewässerungsanlage kennen wir noch von der Hinfahrt. Die kleine Gemeinde Dachstein, ja, wie der gleichnamige Berg in Österreich, hat knapp 1800 Einwohner. Sie ist mal eine befestigte Bischofsstadt gewesen und gehört zu den Village Fleury, also den mit reichlich Blumenschmuck ausgestatteten kleinen Orten. Hier sehr, sehr viel pittoreske kleine Gebäude, alte Gebäude und hier ein altes Stadttor. Und diese alte Steinbrücke führt, wie könnte es anders sein, über den Dachsteinbach. Restaurant zur gierigen Gans. Und weiter geht's über schnurgerade bergauf, bergab, französische Straßen. So was Typisches. Wir überqueren nun den Marne-Rhein-Kanal bei der kleinen Ortschaft Steinburg. Und schon sind wir im Nationalpark Vogesen Nord. Oha, hätte der PKW vor uns keinen Schlenker gemacht, wir wären durchaus möglicherweise in diesen Ast reingesemmelt. Ein Heißpunkt des Fremdenverkehrs ist nah. La Petite Pierre oder Lützelstein. Hier sind Restaurants, Hotels, Vergnügungsstätten und so weiter. Lasst euch einfach überraschen.
Hier links das altehrwürdige Lion d'Or zum Goldenen Löwen. War mal meiner Kenntnis nach vor vielen Jahren auch mal ein Tourenfahrerhotel. La Petite Pierre hat nur ungefähr 600 Einwohner, aber doch einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Außer dem Burg bzw. Schloss noch mehrere Museen und Kirchen. Und natürlich Häuser mit außergewöhnlicher Architektur. Hinter Petersbach geht es links ab. Man achte rechts auf das kleine Züglein, Le Petit Train, auch hier in Wingen-Zürmürder und vor allem eine sehr leistungsfähige Feuerwache. Links. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit dem Spritverbrauch der noch relativ neuen Kati, deswegen habe ich mal hier beschlossen nachzufassen. Naja, sie hat nicht so viel gebraucht, wie ich befürchtet habe. Um genau zu sein, 4,237 Liter auf 100 Kilometer. Ich war 392 Kilometer gefahren. Es ist übrigens so ziemlich genau der Durchschnittsverbrauch über die ganzen Jahre. In Wimmenau geht's über einen Bahnübergang. Bernd ist irgendwie nicht hinterhergekommen. Woran mag das liegen? Naja, er hat fotografiert.
Aufgrund der schmalen Sträßchen gibt es hier in Rotbach eine besondere Verkehrsführung, nämlich immer nur Einbahn. Wir haben es gerade gesehen, die Straße hat sich geteilt und jetzt muss man hier links rum und nochmal links. Naja, und irgendwann findet man wieder auf den normalen Weg. Uhr 40, wir haben Hunger, wir haben Durst. Dieses Restaurant kommt uns gerade recht. Aber oh Gott, es ist leider voll, komplett besetzt, schade. Also weiter auf der Suche nach einem Futtertrog. Wir kommen in ein malerisches Örtchen namens Hunsbach und hier werden wir Gott sei Dank fündig. Innen drin pure Gemütlichkeit und tolle Gastlichkeit, das ist die Vorspeise. Eine Pâté mit Kraut und Senf und hier muss ich gucken, was es Neues gibt. Und wunderbare Teller, Unterteller hier mit Elsässer Motiven. Und dann gibt es was ordentlich Fleischiges mit Kraut und Kartoffelpüree, Eis für Bernd und für mich die Tarte Pommes natürlich mit Sahne. Hier geht es rechts ab zu den Sehenswürdigkeiten, die ich mir als Ziel auserkoren hatte. Vorbei an einem Sportplatz und an einer Pizzeria, die wir mal bei Google gefunden hatten, die heute aber leider geschlossen hatte. Und dann sind wir da! Wir parken hier am Fort Maginot, Schönenburg. Haben hier mit Ach und Krach einen Parkplatz gefunden. Und jetzt gleich werden wir hier zur Besichtigung schreiten. So sieht das hier aus. Schon ein paar Mal vorbeigekommen. Aber jetzt gucken wir uns das mal an. Auf dieser Schautafel kann man das Leben und Wirken von André Maginot, dem Namensgeber dieser Verteidigungslinie, nachlesen. Zum Zeitvertreib haben die Soldaten hier das ein oder andere Witzchen oder den ein oder anderen Comic an die Wände gemalt. Und das ist hier schon richtig eine Untertage-Metrostation fast. Als Hobby-Festungsbaumeister fachsimple ich hier mit dem Aufsichtspersonal. Einiges Neues habe ich in Erfahrung bringen können. Schwere gasdichte Türen gehören einem Bunker dazu und hier wird es erklärt. Links das Logo der Maginot-Linie ohne Passbar und rechts das Logo des Forts selbst. Hier die Krankenstation mit Operationsstiegel und hier wird an deutsche Soldaten, die 1940 an der Maginot-Linie gekämpft haben, gedacht. Personal und Material wurde mit kleinen elektrisch betriebenen Bähnchen transportiert, teilweise über Kilometer.
Hier links sehen wir den Aufgang zum Geschützturm Block 4. In der Mitte sieht man das Basement und rechts das untere Basement. Die kleine Kurbel, die vorne rechts ist, dient zum Hochfahren des Geschützes, wenn die Hydraulik ausgefallen ist. Bernd ist sichtlich froh, dass er die Besichtigung hinter sich hat. Ja, jetzt aber. Ja, geht doch. Elegant wie eine Elfe. Ab nach Süden und hier in dem kleinen Ort gibt es ein Geschäft, bei dem es keine Pommes frites gibt, sondern Äpfel. Die Revolutionswäscherei und der Pizzaautomat sind ideal für Wohnmobilreisende. Between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Hier in Krautgersheim sollte es eigentlich rechts abgehen. Aber die Straße war gesperrt. Und wie man sieht, ist hier überall alles immer gesperrt. Links, rechts, da fahren wir mal rechts rein, dann kommen wir vielleicht wieder rechts rum und dann wieder auf die Straße kommen, die wir eigentlich fahren wollen. Ätschi bätschi, alles nur Sackgasse. Naja, da müssen wir halt drehen. Die einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen aus diesem Ort, wenn man in unsere Richtung will. Angekommen im Hauptquartier und die Motorradplörren liegen alle auf dem Tisch. Dem Bernd geht es ganz, ganz prima. Wir essen was Leckeres, haben uns was gekocht und ich bin heute total verliebt in diesen Cremant d'Alsace. Ach, war der lecker und so schön spritzig.
Ein wunderbarer Sonnenuntergang schließt für uns den Tag ab. Es war sehr schön, auch wenn das Wetter nicht so dolle war. Liebe Freunde, ich bedanke mich für eure Geduld und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Ich grüße euch, bleibt gesund, euer SC1 hat Spaß!